Durch die Isolation Lutherlands versucht man, eine Lösung, eine nachhaltige Lösung, basierend auf Demokratie und Freiheit und Solidarität, getrieben wurde, kein Asyl in Europa bekam und somit durch die Zusammenarbeit verschiedener Geheimdienste, einer konspirativen internationalen Zusammenarbeit zum Opfer wurde und somit seit fast 20 Jahren auf der Gefängnisinsel Imdale festsitzt. Für lange Zeit war Abdullah Öcalan der einzige Gefangene auf Imdale. 1000 türkische Soldaten haben ihn bewacht, weil er zum Staatsfeind Nummer 1 der Türkei erklärt wurde. Der Vorsitzende der kurdischen Freiheitsbewegung, einer der Mitbegründer einer sehr wichtigen Partei, die eine Rolle in der Politik des Nahen Ostens spielt, hat aber auch sehr viel zur Weiterentwicklung. Hadi hadi abo, dünyada azadi abo, hadi hadi.